Wir melden uns wieder aus Frankfurt. Jetzt sind wir bei dem Stand der Firma Sonor angelangt, worauf ich mich persönlich sehr freue. Ich stehe mit David Schulz von Sonor und der wird uns jetzt ein paar Fragen beantworten. Anfangen möchten wir mit der neuen Serie, mit der Smart Force Extended. David, was hat es damit auf sich? Die Smart Force Extend-Serie ist sozusagen der neue Einstieg bei Sonor. Wir haben alle Einsteiger- bis Mittelklasse-Serien komplett überarbeitet. Sie haben alle neuen Namen bekommen. Und Smart Force bzw. Smart Force Extend ist eben die neue Einsteigerlinie. Bei den Kesseln selber reden wir vom Pappelkessel. Das heißt, wir sind von Linde, was wir vorher hatten, auf Pappelkessel umgestiegen, was dem Sound einfach zuträglich ist. Wir haben sehr viele Pro-Features bei der Serie einfließen lassen. Das heißt, wir haben jetzt eine 17,5 tiefe Bassdrum, was wir vorher eben nur 16 Zoll hatten. Wir haben eine Holz-Snare-Drum dabei, keine Stahl-Snare-Drum mehr wie vorher. Wir haben insgesamt bei beiden Linien 6 Finishes, Covered-Finishes, aber auch schon mit Schwarzpulver beschichteter Hardware bei 2 Finishes. Und Smart Force und Extend sind eigentlich von der Kessel-Hardware her gleich, nur dass bei Extend eben ein komplettes Set mitkommt. Heißt fünfteilige Hardware mit dem zusätzlichen Mini-Boom-Ständer inbegriffen. Es kommt ein Drumhocker mit und wir haben unser KSB 8 Cymbal Set direkt mit dabei. Das heißt, 2 Kartons, ein komplettes Set da draus. Absolut. Und bei beiden Serien haben wir schon komplett die neuen Kessel-Hardware-Teile dran, wie zum Beispiel das neue Böckchen, neue Doppeltonhalter, neue Bassdrum-Rosette. Alles etwas schlanker gemacht, etwas filigraner, leichter zu tragen, trotzdem optisch auf der Bühne, einfach ein Eyecatcher. Und was auch ganz wichtig ist, das TuneSafe in dem Böckchen drin, was die Stimmung einfach der Schraube länger hält, was für Anfänger in dem Bereich enorm wichtig ist, ist mit drin verbaut, von eben Smart Force bis hoch zu SQ2. Alles klar. Das war doch sehr informativ. Weitere Informationen findet ihr wie immer unter www.musicstore.de.